Ah ja, da stehen wir wieder. Da haben wir die Rüstung jetzt auch an? Ich habe das Gefühl, ich habe meine Rüstung nicht. Ja, ich habe meine Rüstung an. Ich fühle mich nackt. Weil du keinen Wolfspelz anhörst? Ja. Okay. Also auf jeden Fall geht's jetzt nach Ost. Nordosten ist noch ein Weg. Ja, die führen aber zusammen, wie es aussieht, ne? Wenn man da mit der Kamera schon mal lang fährt. Das geht nur nach Nordosten, oder? Sieht so aus. Der andere Weg ist der, auf dem wir auch hätten kommen können. Ja. Dann gehen wir hier oben lang. Ja. Ich hab mir auch mal die. Ich hab mir mal Schattenherzrüst, Altrüstung geschnappt. Mach das. Ich hab zwei mehr Rüstung. Ah, ne, Armor-Klasse ist positiv oder negativ besser? Positiv. Je höher, desto besser. Es gibt zwei Wege wieder. Das war im alten, wo das war, das niedriger besser ist, ne? Nein. Wir können hier auch hoch. Da du schon hingehst, fangen wir da an. Oh, da drüben sind Goblins. Und da ist auch irgendein lustiges Portal. Achso, ist das ein Wegpunkt? Sollen wir den jetzt aufdecken? Das ist auch eine starre Falle. Ja. Dann lass uns erst den Wegpunkt aufdecken, oder? Ja, wo ist denn eine starre Falle? Auf der linken Seite, im Weg. Wird mir nicht angezeigt. Achso, da. Doch. Was? Wenn man den Weg ein Stück hochfährt mit der Kamera. Ach, da hinten, ja. Zerstörte Dornfalle. Der hat einen Goblin-Krummsäbel. Oh, der hat einen Bogen und ein Beil. Und Supplies. Portale sind dein Metier als Hexenmeister, oder? Okay. Oder Druide. Tachi Tachi. What's going on with that rope? Sie sieht instabil aus. Ich habe eine Sequenz. Warte, ich komme rein. Crunch the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. Tachi Tachi. Mhm. Das sieht gefährlich aus, Tachi Tachi. Das geschieht dir recht. Ich bin einmal gestorben. Wow. Hallo. Ja. A hand? Anyone? Okay. Ja. ich habe Hexenmeister Charisma, dich mit der Magie des Siegels verbinden und sie dann darum bitten, sich zu beruhigen. Ja, bitte. Es ist halt wirklich sein Metier. Whatever you're doing is working wonders. Now a quick little pull should do the trick. Gut, dass wir dich da dran gelassen haben. Da muss man echt aufpassen, womit man hier interagiert in der Welt aber und wer es macht. Wirklich? Ja. Das ist aber gut gemacht eigentlich. Er ist richtig gut. Ist er auch für die Party? Wir sammeln die Companions links und rechts auf. Würde Sinn machen, weil dann bist du jetzt alleine zu viert. Hello. Ja. Genau. Gale of Waterdeep. Apologies. Usually better at this. Ja, guck mal, dann mach doch. Dann hast du einen Kleriker, einen Heiler, du hast einen Schurken und jetzt hast du einen Magier. Ja. Hörst du jetzt bitte, euch vorzustellen? That magic. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the Norse Lloyd as well. Jetzt stoppt schon so kurz. Er ist ein bisschen zu freundlich, aber. I can only assume you two were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region. Schön ausgedrückt. Ich hätte es nicht widerwärtiger beschreiben können. No use sugarcoating it, is there? The insertee we speak of, this parasite, are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers. It's a process known as seramorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. You don't have to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Surgeon? Uncannily adroit with a knitting needle? Ich
Ich mag ihn. You seem to know enough about our condition to realize it's beyond most cleric skills. Most, no doubt, but I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. Oh. Oh. Oder? Ja, nimm deine Option. Ich würde sagen so. Established few enough can. It's not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer, and soon too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Den finde ich sehr sympathisch. Ich auch. Ja. Oh, I see you're traveling with plenty of company already. Perhaps I can join you later instead. I'll make my way to your camp and embark upon a succulent slow cook to be consumed upon your return. Ist er noch Koch? Er kann auch noch kochen, Wahnsinn. Sollen wir den mitnehmen? Können wir nächstes Mal gerne mal machen, ja. Aber dann möchte ich bitte, dass jemand anders ihn übernimmt. Ja. Ich meine, es kann ja auch einer alleine kurz ins Lager reisen und den austauschen, ne? Das müsste ja eigentlich gehen. Das müsste ich machen und ich will nicht einen Magier kontrollieren. Alles gut. Kann ich zurückgehen und das machen? Das Problem ist, dass ich weiß nicht, ob du Schattenherz wegbringen kannst. Probier mal, wenn du alleine zurückgehst, ob du da Gefährten tauschen kannst. Das wäre Quatsch, wenn das jetzt nur Cutter machen kann. Ja. Weil du Host bist. Oder musst du mit ihr reden und sie wegschicken? Warte mal, ich kann das. Probier mal, warte mal. I've heard you can't get blood from a stone, but apparently you can get a wizard from one. Sie redet jetzt mit mir über Gale. Gale seems interesting. Seh's. Was ist das für ein komisches Feld? Ah, wir schauen Johnny separately for now. Ja, du kannst aber hier auch. Mit ihr reden. Red erstmal mit ihr und dann schicken wir sie weg. None that you're entitled to hear, anyway. Just forget you ever saw it. Nein, ich kann nicht vergessen. Hm. Must we? No harm in a little mystery, don't you think? Nein. Ja, dann tschüss. Ja, das zweite. I'm sure we'll get along perfectly well. Ja, dann auf Wiedersehen. If you're sure. As you like. Perhaps I'll see you at camp. Perhaps. Okay, dann kannst du jetzt wahrscheinlich mit dem anderen reden. Hat man diese Ohren an der Seite eigentlich immer? Also oh, den Porträts, ich hatte jetzt bei den Porträts ein Ohr und konnte zuhören. Ja. Wo sonst? Das ist das, wenn einer einen Dialog hat. Und ja, ich hab übrigens das Artefakt. Das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Also Gale wollten wir jetzt mitnehmen, ne? Ja. Du hast das Artefakt? Ja. Hast du sie abgenommen? Nein. Achso. Ich hab's bekommen. Dialog, by the way. Oh. Oh, I do apologize. I meant to ask, are you studied in magic? Namely, are you if you meet any elder wizards, let me know. There is a matter I'd like to seek advice on from a master. Sehr netter Dude. Oder aus dem Dialog wollen wir was fragen oder? I'm listening. Du kannst auch erstmal mit ihm reden, wenn du möchtest. Let's see. I hail from Waterdeep, City of Splendors. I am a wizard of considerable acclaim and scholar of exceptional accomplishment. Gar nicht eingebildet. I have a cat, a library, and a weakness for a good glass of wine. And if the mood takes me, I'm known to try my hand at poetry. There. Nicht aufhören. Didn't that paint enough of a picture? Ich könnte jetzt mit meiner Weisheit seine Gedanken lesen. Oder ja, was? Versuch. Ob er das gut findet? Bestimmt. Finde er bestimmt super. Und geschafft? For a second you see a swirl of untamed magic, then his defenses drop like a portcullis. Out! That was uncalled for. Nein, das war genau richtig. Not an eventuality I'm entirely unfamiliar with. Nevertheless,
Please don't try that again unless I invite you to. Okay. With pleasure. Lead on. Ich meine, wir brauchen zwar eigentlich einen Nahkämpfer, der ein bisschen tanken kann, aber solange wir keinen haben. Ich hab, wir haben einen Wolf. Das stimmt. Wir haben Wolf. Stimmt. Du hast recht. Ein Droiden-Wolf. Aber du kannst ihn noch leveln. Ja. Mhm. Kann jemand Krummsäbel benutzen? Möchte jemand einen Krummsäbel von einem Goblin? Nee, du kannst Säbel benutzen, oder? Keine Krummsäbel. Oh, ich muss jetzt zwei Zauber auswählen. Das sind einige. brennende Hände hat er. Charm Person. Chromatic Orb. Oh, Chromatic Orb ist, glaube ich, gut, ne? Das glaube ich, gut Schaden. Gut. 3 bis 20 Schaden. Vor allem kannst du bei Chromatic Sachen die Schadensart ja auswählen. Ob Kälte, ja. Feuer oder Gift oder was auch immer. Kannst du immer an die Situation anpassen. Das ist ganz praktisch. Dann hat er noch Farbsprüher. Das ist ein Blind. Oh, oh, Kleidung. Seems like the best way. Weglaufen. Also ein Dash sofort geben. Mhm. Falsches Leben ist ein Nekromantenzauber. Da kriegst du 7 temporäre Hitpoints. Federfall. Ja, das hab ich auch, genau. Das geht nur bei sich selbst, ne? Ja. Falsches Leben. Ja. Feind Familie hat er noch. Ich glaube, Familie, das brauchen wir keiner unbedingt. Nee, wir haben genug, die wir steuern müssen. Eismesser, Sprung und Sprung verbessern und Longstrider. Magisches Geschoss. Schutz vor Gut und Böse. Ray of Sickness ist Gift. Magisches Geschoss ist doch gut. Es trifft immer. Ja. Magisches Geschoss. Das macht auch gut Schaden. Mach mal den auf komplett Schaden. Ja. Ja. Supporten kann ich ja. Ich habe gerade gemerkt, badische Inspiration kann ich euch einmal pro langer Rast geben. Anscheinend. Oh. Das hat jetzt. Oder es ist auf Cooldown, das kann auch sein, aber. Kann ich gerade nicht mehr benutzen. Du hast eine Hand. Du hast eine Magierhand. Einmal pro langer Rast kann ich badische Inspiration machen. Ja, ich habe meine Hand auch rausgeholt. Ich habe meine Hand rausgeholt. Oh, ist jetzt nicht aufgelöst. Ah. Der hat auch die Hand. Ja, der hat wie jeder, scheinbar. Nee, ich nicht. Okay, also wollen wir erst zur der Falle oder sollen wir erst den Weg hier lang? Was ist euch lieber? Also ich sag mal so, dadurch ist hier, scheint eher die Story weiterzugehen, wenn wir hier den nächsten NPC gefunden haben. Ja. Dann erkunden wir mal ein bisschen. Ja. Schön am Wegesrand die Augen offen halten. Wir laufen in verschiedene Richtungen. Ihr lauft in die falsche Richtung. Hä? Ich laufe in die richtige Richtung. Nein, ihr lauft in die falsche Richtung. Aber wir kamen von der anderen Richtung. Wir kamen aus dem Schiff. Ja, und da müssen und wir haben gesagt, Weg. Ich dachte, du wolltest hier lang, weil wir hier den NPC gefunden haben. Nein, da eben nicht lang, weil das scheint der Hauptweg zu sein. Ach so. Wenn wir dann den Hauptweg finden, weitergehen. Ist das der Weg, den man auf jeden Fall... Warum? In welcher Welt sollte man dem Hauptweg folgen? Lars... Ich hab dich so verstanden, dass du das wolltest. Können wir erst den Trampelpfad nehmen? Möchte jemand mit der Falle spielen? Nein. Okay. I hear shouting up ahead. Yeah, it's packed too tight. Ja. Hier passieren Dinge. Ja. Ich habe eine Kiste gefunden. Ja, wir haben. Und da ist einer eingesperrt. Wir haben unsere Gisranki-Freundin gefunden. Ja. Oh. Komm mal. Gisranki, jetzt nicht. Zoru was right. Yellow is a toad and
twice as ugly. And if it escapes, how will you? Oh, a guest. Your skull pounds in response to the prisoner's white hot stare. Her lips don't move, yet you hear her voice. Get rid of them. Die Paar, das finde ich super. Ja. Die muss ich ausprobieren, oder? Ja, eigentlich schon. Schon. Okay, let's go. Muss ja wohl drin sein. Ja, locker. Oh Gott, ihr habt einen Speer geschnappt. Die Invasionskräfte der Gist sind gleich hinter mir. Hells, this isn't worth it. I'm out of here. Enough gawking. Get me down. Sag bitte. Nein. Du bist weggegangen einfach. Ja. Und dann geht einfach weg. Alle einer. Was müssen wir denn tun? Ich vermute auf den Käfig schießen. Na, ich glaube nicht. Der wird hier irgendwo dranhängen. Oder so. Okay. Auf den Käfig geschossen. Auspicious. But the longer we wait, the more it consumes. My people possess the cure for this infection. I must find a crash. You will join me. Wie voll ist eigentlich bitte unser Inventar? Euer Inventar? Ja, ziemlich. Ziemlich? Ich habe eine Szene mit ihr gerade. Weißt du, wie ihr die seht? Sehe ich. Chuck hier auf? Ja. Okay. Oh, du kannst es einen beleidigt machen, weil du ein Tiefling bist. Ja. Ja. Was ist eine Krippe? It is many things. A hatchery, a training grounds, a shelter. Githyanki protocol is clear. When infected with a Geth tadpole, we must report to Augusto for purification. Was ist ein was? Läutern? Klingt auf jeden Fall gut. Auf jeden Fall. Trotzdem wäre ein Danke nicht verkehrt, ja? You may as well suggest a wyvern bow to worms. Oha. The cure I offer will suffice as thanks. Ja, nur dass ihr das wisst, Drow sind ja schon relativ unfreundlich gegenüber anderen Rassen. Gith sind noch schlimmer. Ja. Hätte ich das gar nicht gemerkt. Ja, bitteschön. Captain Obvious. Dismiss your weakest warrior. Sie sagt nicht, okay, ich warte im Lager. Sie sagt, schick einfach deinen Schwächsten weg. Das wäre aber ein Frontschwein, ne? Ja, aber schick sie zum Camp. Ich glaube, wir brauchen kein Frontschwein. Ich kann auch erst weggehen, dann können wir ihn wegschicken und können sie mitnehmen. Nee, ich finde sie unsympathisch. Aber sie hat den Kristall. Very well. But heed my words. The Horned Ones mentioned a camp. One there, this Zoru, has seen Githyanki. A crash must be near. I must interrogate this Zoru. Our very lives depend on it. I will be at your camp. Do not keep me waiting. Na gut, wenn wir ihn finden, können wir es ja wieder, können wir es ja holen. Ja. Eieiei. Aber ich hätte es auch spannend gefunden. Kann man hier noch hochgehen und vielleicht mal den Käfig auch anders losmachen können? Ja, da war ich gerade auf dem Weg, aber. Ja. Das war schon nervig. Wollen wir ausprobieren? Auf jeden Fall gehen wir auf eine Siedlung, auf irgendeinen Tempel zu. Eine Ruine. Geht nicht. Schade. Ist jetzt zumindest kein Weg hoch. Oder hinten vielleicht? Nee. Oh, warte mal, da sind Stimmen. Mit C können wir crouchen, ne? Ja, hier sind Gimmelbock. Achso, wer auch immer. Wer auch immer Gale steuert, wenn du Shift C drückst, dann croucht deine Party, glaube ich, mit. Ja. Sollen wir uns anschleichen? Weiß nicht, die böse sind. Gar nicht.
Wofür haben wir jetzt halt 10 Erfahrungspunkte bekommen? Weil ich erfolgreich geschlichen bin? Oder weil wir was entdeckt haben? Ich glaube, weil wir eine Kapelle entdeckt haben. Oh, der steht hier drauf! Ich dachte, das wäre eine Statue. Ich dachte, runter. Das aber ist der böse? Weiß ich nicht. Das ist ein Plünderer. Entweder handeln wir jetzt oder jemand anders plündert das Wrack. Ich meine, wir können ihn stoßen. Ja. Wir können auch erst versuchen, mit ihnen zu reden. Ich weiß nicht. Vielleicht sind die nicht böse. Ah, never mind. Ja. Wir wurden entdeckt. Ja, wir hätten ihn stoßen sollen. Er steht daneben einfach. Aber noch hat uns keiner attackiert. Ja, stimmt. Achso, du redest schon? Offensichtlich rede ich mit ihm. Offensichtlich hat mein Versteckenwurf fehlgeschlagen. Was this then? Trying to creep ja, ich glaube nicht, mein Freund. Loot the crypt? Not happening. Hexenmeister-Vision, oder? Ja, das sehe ich auch noch. Ja, mal gucken. Poisonous? What? Don't like the sound of this, boss. We're leaving. Ah. Come on, move it. Das war einfach. Wir gehen den Kampf aus dem Weg. We had a fight on our hands. Das war leichter als zu kämpfen. Ja, auf jeden Fall. Cool. Time to press ahead. Wieder Glück gehabt, dass dass er dich wobei entdeckt hat. Ich frage, ob nicht alle irgendwie sowas hätten. Ich glaube, viele haben sowas. Der Bade hätte garantiert auch wieder eine geile Lüge auftischen können. Ja. Ja. Guck mal, was ist das? Time and the elements have left the plaque unreadable. Unter uns ist irgendwas. Ja. Time and the elements have left the plaque unreadable. Oh, da drüber hängt ein Stein. Kann man den vielleicht runterschießen? Probier mal. Vielleicht, wenn du nicht gerade drunter stehst. Sorry. Hast du Feuerblitz oder so? Oder so? Ja. Cool. Das funktioniert, würde ich sagen. Sollen wir da runter oder? Warte, ich will erst noch einen Pilz aufsammeln. Guck auch, ob hier noch was liegt. Hier ist noch ein Rucksack und ein Jutesack. Ein Rucksack, ja. Da ist Essen drin. Kann die Bettwolle mitnehmen. Durch. Liebeswerkzeug. Nimm das Liebeswerkzeug auf jeden Fall mit. Die Tür ist verschlossen hier unten. Die Tür war fest verschlossen. Ich könnte versuchen, sie aufzubrechen. Oder wir gehen durch das Loch, das wir gerade gemacht haben. Wir haben ein Loch gemacht. Ja. Sollten wir das Loch auch nutzen, ne? Ja. Können wir mal gucken, was da oben, da oben noch ist. Da war ich. Aber ich nicht weiß, was uns da drin erwartet. War es eine Freundschaft? Klar. Okay. Dann. Gehen wir mal ins Loch, ne? Die Erfahrungspunkte, wofür auch immer. Okay. Interessant, dass wir einzeln runtergehen können. Kampf. Kampf. Wie Kampf? Ich bin gerade erst zurückgekommen. Ja, was habt ihr gemacht? Freunde, wir sind in ihrem Speisesaal gelandet. Ja. Ja, geil. Hast du irgendwas um... Hast du einen Kettenblitz oder sowas? Warte. Ich hab Fairy Fire. Was macht das? Vorteil gegen den, auf den es geht. Zu treffen. Ja. Okay. Geht das auf einen oder auf mehrere? Oh, es geht auf mehrere. Ja. Das ist nice. Hübsch. Ah, sie hat widerstanden. Ja, aber der Typ dahinter hat's. Ich könnte ihn noch vielleicht Flourish versuchen zu Fall zu bringen. Wir sollten auf jeden Fall auseinanderlaufen, oder? Ah, pass auf, wenn du jetzt wegläufst von ihr, dann hat sie wieder einen Gelegenheitsangriff. Ja, ja. Woran siehst du das? Was bringt denn off, was ist denn off-balance? Er ist bei D&D, wenn du aus der Nahkampfreichweite rausläufst, dann darf jemand einen Gelegenheitsangriff machen. Okay, der hat jetzt Disadvantage bei Angriffen und auch Advantages. Weil off-balance. Ja. Oh, sind das viele, ey. Ja. Fesselnder Schlag? Okay. Mhm. Ich bin auch nicht dran. Ja. Ja.
Oh, das könnte ein bisschen viel für uns sein. Das war gar keine so gute Idee. Ach. Einen anderen Weg hier raus gibt's auch nicht, ne? Ne. Der Vorteil ist, dass sie uns statt auf einmal angreifen können, glaube ich. Ich mach mal was. Was machst du? Schaffe ich das da hinzuwerfen? Ne, die Tür ist... Ach, ich kann leider nicht weit genug werfen, oder kann ich? Ja, sehr gut. Ja, warte, warte. Ich werfe eine Knulle, die Blutungsschaden macht. Okay. Aber nicht auf Chucky. Sehr cool, sie bluten alle. Okay. Und es hat nicht Chucky getroffen. Oh. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe eine Idee. Was denn? Ich hab doch Sachen. Ja, mein Gott, ich hab Sachen, klingt gut. Ich kann einen zum Schlafen bringen oder zwei angekratzte. Wer von denen sieht am gefährlichsten aus? Der Magier oder der Barbar? Der Barbar kann es am meisten. Ja, der Magier kann halt auch richtig viel. Magier machen. Hat vielleicht ein AOE für uns und hier im Raum ist schlecht, ja. Ne? Der Barbar haut auch wahrscheinlich rein mit seiner Keule. Der Barbar kann momentan nicht reinlaufen, glaube ich. Weil die Tür blockiert ist. Ich könnte den Magier und ich könnte den Bogenschützen vorne. Die haben zusammen keine 24. Ich kann beide schlafen legen für zwei Runden. Ja, mach. Dann mach ich die beiden. Ziel ist außer Sichtweite, Freunde. Wo muss ich denn dafür stehen? Kann ich da stehen? Ja. Das, um den zu sehen? Ja. Schlaft. Sehr schön. Taktik und so. Richtig gut. Das war, weil die verletzt sind? Oder weswegen war jetzt die Frage, wen... Also, naja, ich kann insgesamt 24 Trefferpunkte einschlafen lassen. Der Barbar hat 24. Den hätte ich machen können. Hm. Und weil die beiden zusammen aber 11 und 12 hatten, 23, konnte ich beide machen. Ja. Oh, die stehen in Öl, ne? Das war ein Ölfass, das das Feenfeuer kaputt gemacht hat. Ja. Hat jemand Feuer? Ich habe gerade einen Eisenkandelaber angezündet. Der ist brennend. Okay. Ich habe eine brennende Kerze. Mehr kann ich gerade nicht machen. Ich gehe ein bisschen an der Seite, wenn es euch recht ist. Warum nur? Sehr schön. Hä, wieso? Achso, die ist aufgewacht. Ah, die hat ihren Konzi-Rettungswurf gewonnen. Boah! Wachgeschubst! Aua, okay. Was? Aber der hat einen Firebolt. Ja, viel Erfolg. Da stehen drei Leute in Öl. Mindestens. Muss es Öl treffen oder reicht es nicht einen von denen Treffer? Ich weiß nicht. Hat das AOE-Schaden? Ich weiß es nicht. Ich würde aufs Öl zielen. Ziel aufs Öl. Nice. Sehr schön. Brennend, blutend, okay. Kann er die Tür zumachen? Kommt er dran und kann die Tür zumachen? Das wäre gut. Und jetzt bleibt weg. Stell dir vor, das ist bis zur Seite. Oh, Kampfrausch, der ist wirklich ein Baba. Okay. Ja. Oh, er kann die Tür aufmachen. Oha. Oh, die können auch Ignis. Auf mich? Du stehst da halt. Ich glaube, ich transformiere mich mal. Dann geht deine Konzentration von Feenfeuer verloren, aber ist okay. Ja, aber ich habe nur noch... Ja, es ist besser für dich. Mach mal ruhig. Ich habe noch halbe HP. Du kannst den Barbaren vielleicht ein bisschen hauen. Ja, nächste Runde dann. Okay. Könnt ihr bitte aufhören, mich anzugreifen? Bist du down? Ja, ich bin down. Dude. Mach das nicht. Hab jetzt nicht so viel gemacht dabei. Ist aufhelfende Aktion? Ja, da kann ich auch das machen. Ja.
Healing Word. So, jetzt gehe ich mal aus dem Weg, halt das Gefühl. Oder auch nicht. Wieso kann ich nicht? Ach doch. Kann ich das auf jemand anders wirken oder nur auf mich? Nur auf mich, okay. Sorry. Cheesen wir? Das heißt? Soll ich versuchen, was in den Weg zu stellen? Was kannst du in den Weg stellen? Zum Beispiel ein Fass, das ich aufgehoben habe draußen. Damit die hier nicht reinkommen. Immer drauf schauen, wenn du kannst. Versuch's mal. Oder ich habe so eine Kiste. Kann ich die da abstellen? Sehr gut.